Moin Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Hallo. Hier daheim in Valheim. Hallo. Holen, nicht holen. Ja. Ah, home sweet home. Red coming home. Ja, diese Ausdauer. Nicht so das Wahre, ne? Ja. So ein bisschen da. Du hast so ein paar Buchen hier. Die Buchen musst du suchen. Reichen sonst du weicht. So. Das war ja nichts. Ich muss mal kurz gucken, wo du dein Feld gebaut hast. Ach, da ganz hinten. Ah, okay. Ja, weil ich nicht wusste, wie viel Platz ich brauche. Ja, nö, das ist in Ordnung. Dann guck ich mal, dass ich mich da irgendwie anschließe. Dass ich diese Ebene nehme, die du hier hast. Spezielle Holzkiste haben wir nicht mehr, oder? Nur noch das mit dem Bindenstück da. Du kannst das Holz ja, wie heißt das? Weißt du, ein bisschen sortieren. Da hat es jetzt oben drüber. Achso, ich wollte Ding bauen, genau. Kisten noch. Ah, deswegen wollte ich. Ah, ich habe einen Plan. Ich wollte Holz holen für Kisten bauen, weil ich kein Holz mehr hatte. Genau. Ich wollte nämlich gerade für Edelholz und für das normale Holz. Wollte ich Holz holen. Okay, dann blitze ich mal ins Sumpfland. Gucken wir mal, welches Portal da hier wohin führt. Ich wollte das Lager ausbauen. Ich habe meine Spitzhacke dabei. Gut. So, jetzt habe ich da auch einen Portalmarker auf der Karte. Ah, stimmt, den habe ich gar nicht gemacht. Ja. Den kannst du ja auch nicht teilen, oder? Nee, leider nicht. Wo war da jetzt der Sumpf? Ich stehe hier im dunklen Wald. Ja, du bist jetzt... Ich habe links ein Rätsel auch schon gesagt. Genau, und links, genau, da ist doch der Sumpf. Okay. Ah ja, da hinten. Hey. Da liegen ganz viele Sachen, die hast du bestimmt alle fallen lassen. Echt? Oder Krautzwerge okay. Haben gegen Skelett gekämpft. Ja, das kann auch sein. Oder die Drogea. Was suchen wir im Sumpf? Grabkammern. Für was brauchst du die Beeren zu Hause, Schatzi? Kochst du damit was Besonderes? Oh, wollte ich jetzt nicht. Ja, damit kann ich auch ein bisschen was kochen. Mein Hammer. Bin ich hammermäßig. Ja. Ja.
macht denn das Wildschwein dort? Machst du uns die Ernte hier kaputt oder was? Na, 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 na. Klein, bist du das Wildschwein? Schwede, was die für Schaden immer austeilen. Ja. Deswegen das Kupferschild. Aber selbst mit Kupferschild doch bestimmt so viel Schaden austeilen. Ja, aber du kannst dich halt besser, ein kleines bisschen besser verteidigen. Mit meinem Hinterhältigkeitsbonus, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wann der appliziert wird und wann nicht. Hier überall liegt hier noch Holz rum, ne? Kann sein, dass das noch von mir war. Ja, wenn man voll ist, ist man voll. Ich lag jetzt auch, da spinne die Sachen ab und bei Nacht kann ich dann wieder. Jetzt ist Nacht. Nö. Und ich kann noch nicht mal mehr Pilze aufnehmen. Nur bei dir im Sumpf ist Nacht. Okay. Ja, hier ist noch alles hell. Interessant. Gell? Cool. Ja. Ich kann das blöde Fleisch nicht aufheben. Du bist ja noch nicht mal zu Hause. Ja, nee. Wenn ich nach Hause und gucke, ob es da noch liegt. Ja, das droppt ja nicht eigentlich. Wir dürfen es aber weiterhin in die komische Kiste da oben reinwerfen, oder? Ja, ja, ja. Könnt ihr auch, wenn ihr schleicht und dann Leertaste drückt, eine Rolle machen? Ja, mir ist das schon mal gelungen. Ich dachte, kann das sein, ja. Liegt an meiner. Aber bewusst kriege ich es nicht hin. Echt komisch. Hier ist einfach schleichen und dann, also links die Steuerungstaste und dann eine Leertaste drücken. Ich renne. Was ist denn wieder angeschlagen? Da kommt ein Baum aus dem Boot, aus dem Wasser. Ein Baum aus dem Wasser? Ja, da kommt ein Baum aus dem Wasser. ein vierbeiniger Baum. Okay. Ich finde den jetzt nicht so freundlich aussehend. Irgendwie. Also ich weiß zumindest nicht, was das jetzt sein soll. So eine Art Baumtroll oder ein Sumpftroll. Okay. Keine Ahnung. Ich will da eigentlich nicht näher hin. Das war mein einziger Weg dorthin.
So, da war noch irgendwo das Fleisch einsammeln wollte. Da. Gut, dass ihr glitzert. Ja, der wird besser findet wieder. Ja. Moment. Also wenn ich weit weg genug bin, dann scheint er nicht zu bemerken, dass ich auf ihn schieße. Oder? Doch, jetzt kommt er näher. Kurz mal aufgehauen. Ja. Dann muss ich hier die Show übernehmen. Was ist denn das für ein Viech, ey? Monstrosität, das kann ich bestätigen. Wollen wir mich wieder hören? Ja, du bist da, hallo. Okay. Ja, ja. Dieses Ding hier heißt Monstrosität. Also Monstrosität. Das haben wir öfter. Viele Monster sind unterwegs. Probier's mit Feuerpfeilen. Ich mag die Feuerpfeile. Die sind cool. Ah, das Viech nimmt ganz schön viel Schaden. Aber richtig angreifen tut's noch nicht. Das läuft mir immer nur ein Stück hinterher und dann dreht's wieder um. Nicht gar nicht so schlecht. So, wir da. Hallo. Wollt ihr jetzt? Wahrscheinlich was ganz Unwichtiges. Ja, ja, was ganz Wichtiges. Ein Legostein kriegt er nicht ab. Wo er schlafen soll. Aber der muss da jetzt, ja, sein, ja. Sonst kann er nicht schlafen. Ja, ja. Genau so ist das. Das Tier, was ich gefunden habe, nennt sich Monstrosität. Okay. Also ich versuche ihn mal zu töten, aber ich... Dauert ein bisschen. Ja, wir haben Zeit. Ich weiß halt nicht, was das ist. Das wirst du rausfinden. Irgendwann. Ich wüsste auch nicht, was da jetzt rauskommen soll. Jetzt mal wieder heim. Ich habe mein Zeug geholt. Okay. Mach so gut wie keinen Schaden an dem Ding. Ich mach mal einen Schaden. Lohnt sich das dann zu bekämpfen? Halbtot ist er. Würde sich nicht lohnen, jetzt aufzuhören. Ich habe ja noch 93 Pfeile. Muss ich halt mal hier machen. Ach, Holz, okay. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, wenn man ein bisschen am Bauen ist, dann verbraucht man schon ein bisschen was, ne? In einer der Truhen hatte ich ein bisschen was abgelegt gehabt. Ja, ich gucke jetzt mal zu Hause. Oh, kommt mir ja näher. So weit hat er sich noch nie weggewagt. Melle ist ja auch zwischendurch am Holzfarmen. Du hast auch eine gute Frau. Ja. Die um dich kümmert. Eine fleißige. Und ich bin hier allein. Oh neu. Das sieht ein bisschen aus wie eine Spinne aus Holz. Ah, jetzt kommt die Flut wieder, hä? A little bit.
Ah, guck mal da, 50, da nochmal. Super. Super. Jetzt kann ich heute Nacht keine Kisten bauen, weil du mir das ganze Holz weggenommen hast. Ja, dann nimm weg, dann gehe ich selber farmen. Jetzt geh raus da. Ich hole. Nein, ich habe dir das da reingelegt. Hä, ich habe auch gerade reingelegt. Ja, ich habe es dir rausgenommen und jetzt habe ich es wieder reingelegt. Dann kannst du es machen. Dann soll ich bauen da. Ich weiß ja nicht, ob das Viech mich groß angreift oder ob ich den... das schaden kann. Keine Ahnung. Ich habe da auch keine Ahnung von. Guck mal, ob der zuschlägt oder sowas. Vermute mal, ja. Wäre nicht anders zu erwarten. Ich bin dann wahrscheinlich instant tot. Ja, okay, es schlägt um sich, aber irgendwie ist sehr wenig. Okay, ich nehme es zurück. Ah! Frau Zwerg. Kämpft ihr doch gegen den. Okay, ja, die kämpfen gegeneinander. Guck mal hin. Okay, hört auf Steine zu schmeißen. Jetzt kommt die Flut aber ganz schön hoch, du. Ja, ist gerade stürmisch. Wenn du Holz brauchst, musst du durchs Portal Sumpfland. Ja, gerade in den Wald geholzt. Okay. Hör mal auf, Steine zu schmeißen hier, ihr Schweine. So, Schatz. Das war's. Zu dir, großer Mann. Ja, was wollen die ganzen Typen hier? Brauchen wir nochmal für Feuerpfeile? Warte, ich guck gleich. Naja. Seid ihr. Holz, Harz, Federn. Das kann ich schaffen. Ich das nochmal mit Feuerpfeilen, die waren am Anfang ein bisschen effektiver als die normalen Pfeile. So, ich will einen Gegenstand, der meinen Gegen verhindert. Ja. Ich bin der Hype, Baby. Ja, wenn ihr mal ins Lager kommen solltet, einfach geschwind mal reingucken in die Kisten.
weil ich umsortiert habe. Ja. Dass ihr das, beim, wenn ihr es dann braucht, auch wirklich gleich findet. Ja. Hallo. Bist du schon? Moin erstmal. Moin. Wir brauchen unbedingt Schilder. Ja. Also da kommt normales Holz rein. Kommt da Edelholz rein? Das ist ein Holz. Alles Holz setzt sich hier. Und Ausrüstung und Waffen sind oben. Okay. Okay, ja, ja. Gut, ich werde klarkommen. Der Rest hat sich ja noch nicht geändert. Bisschen auf der anderen Seite. Ja, aber dann kannst du nicht mal irgendwo Bronzenägel herbekommen. Woher auch immer. Hattest du die letzten Mal rausgeholt aus der Kiste? Ich dachte, ich hätte die aber wieder. Ich hab die ja verbraucht, um das Schiff zu bauen. Ach so. So. Ich dachte, ich wäre mit leerem Inventar losgezogen. Okay. Berserker. Hier aus. Feuer gibt Wärme und Erholung. Wenn du unterm Dach bist, ja, glaube ich. Ja, eigentlich. Okidoki. So. Okay. Schilder machst du auch mit diesem Hammer, gell? Kohle braucht dafür und Holz. Kohle und Holz. Hey, wo hast du da Kohle? Kohle ist nur bei dem Ofen da. Brauchst du aber zum Befeuern, oder? Schmeiß einfach neues Holz rein in den Ofen und dann gibt's neue Kohle. Okay, dann müsste ich jetzt erstmal hacken gehen. Er ist wieder so ein kleiner Mini-Kobold. Oder wie auch immer das Viech mal nennen will. Die zwei mögen sich, glaube ich, auch nicht. Nee.
Feuer macht man zumindest Schaden über Zeit. Wenn man trifft. Jetzt nichts dagegen, wenn es aufhört, mal zu regnen. Das hört auf. Ja. Hui. Kann das im realen Leben auch so funktionieren? Ich hätte nichts dagegen, wenn der Wind mal aufhören würde. Das wäre schön. So. Das soll unbeholfen, der Gegner eigentlich. Die Nixen haben sich jetzt aber weit vorgewagt, ne? Dir. Aufs Feld. Ja, die kamen jetzt gerade sehr weit. Challenge ist der nicht. Aber cool, wenn du die auch nicht kennst, dann immerhin. Hast du was gewonnen? Jetzt ist die Frage, ob ich mir von dem Gewinn noch was kaufen kann. Ich finde den eher langweilig jetzt so. Der macht ja nichts, weißt du? Der stapft nur von A nach B und wenn du weit genug weg bist, dann läuft er wieder nach Hause ins Wasser. Okay. Du musst vorher nicht mal wegrennen, sondern einfach nur weg spazieren. Ach, ich wollte doch den Karren mitnehmen. Naja, beim nächsten Mal. Komisches Viech. Ich verstehe auch noch nicht genau, was mein Hinterhältigkeitsbonus macht. Beim Schleichen? Ja, aber Hinterhältigkeit ist doch auch nicht was, was Schaden macht, oder? Könnte sein, ja. Hier steht nur 15 Punkte auf Schleichen drauf. Okay. Aber wie aktiviere ich das mit dem Holzhacken dann nochmal? Da musst du zu diesem Steinring, uralten. Genau, zu dem Steinring Uralten erstmal hingehen. Ja, da habe ich jetzt keine Bock. Keine Böcke. Oh, Steine. Steine haben wir zu Hause jede Menge, ne? Okay. Ich muss auch gleich nochmal wieder Holz holen. Ich hole auch gerade. Leg's dann wieder rein. Was wollte ich vorher herstellen, wo ich gesagt habe, ich brauche Kohle? Schilder. Ah, ja, genau. Okay. Also ich habe das Viech getötet und habe Wurzeln bekommen. Und habe komische Rezepte bekommen. Ein grünes Banner und Wurzelmaske. Okay. Ja, bring's mal mit nach Hause. Ja. Dann gucke ich mir das mal an der Werkbank an, was das kann. Ja, doch, das gefällt mir. Ganz okay. Definitiv anfällig für Feuer, aber. Es fühlt sich irgendwie an, als hätte ich so einen Mini-Uralten getötet. Okay.
gleichzeitig. Genau, wie ich die besser beschreiben soll. Ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder fertig sind mit der Folge. Ui. Dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü.